Moin Leute und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es ist 7:30 Uhr, Gang ist drin und wie ich gerade sehe, unser Spritverbrauch ist ganz schön hoch. Ja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Wir machen uns auf den Weg. Es geht weiter von Göteborg nach Karlskrona. Wir können nochmal auf die Karte gucken. Wir stehen hier in Göteborg und hier geht es runter nach Karlskrona. Es sind 237 Kilometer. Allerdings ist das hier alles Landstraße. Hier oben auch noch. Insofern wird das Video heute wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Deswegen machen wir uns jetzt ganz fix auf den Weg. Ab geht's. Ja, normalerweise Durchschnitt, der lag bei mir immer so bei ungefähr 30, 25 Liter, also ein bisschen weniger. Naja, jetzt sind wir bei 37, huch, keine Ahnung woran das liegt. Kappa. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Karlskrona. Liefern dort unsere Fracht ab. Ja, irgendwann kommt sie dann auch noch mal an. Und anschließend fahren wir dann zu Crispin vor seiner Garage in Karlskrona. Gucken uns die mal an. So ein bisschen, mal gucken. Ich denke, da sein wird er nicht. Nach meinem letzten Stand ist er aktuell in Spanien bei Wolli. Den kann ich euch auch mal unten verlinken. Den guten Wolli von HRS Mods. Sicherlich euch auch ein Begriff. Der legendäre NGT Scania. Jan, mein Chef, fährt ihn ja, den NGT. Insofern, es wird sicherlich nicht schaden, wenn ich euch auch Wolli von HRS einmal unten verlinke. Jo. Aber wie gesagt, schaden kann es natürlich nicht, dass wir mal bei Chris in Karlskrona vorbeischauen. Und das machen wir auch heute. Scheiß Blitzer. Wir waren unterhalb von 70, von daher kein Problem. Hier neben mir? Rechts halten. Keine Ahnung, ganz dann genau. Ausfahrt rechts nehmen. Rechts halten, das machen wir. Nimm die Ausfahrt rechts. Nochmal machen wir auch. Nimm die Ausfahrt rechts. Wir haben es gehört.
fehlen da noch Informationen? Keine Ahnung. Alles Mögliche zeigt der LKW hier an. Machen wir das als Hintergrund. Passt. Da jetzt im Informationsdisplay während der Fahrt rumgucken. Ich weiß nicht. Das kann man sich auch im Stand angucken. Bestimmt auch schön. Immer geradeaus. Oh, hey. Alter, was macht er denn hier? Ei. Aha. Da habe ich ein bisschen spät gebremst. Vielleicht auch ein bisschen sehr spät. Nichts passiert, zum Glück. Machen die hier wieder? Baustelle. Naja. Soll uns nicht weiter interessieren, vor uns geht's weiter Richtung Karlskrona. Immer geradeaus. Erster Aufenthalt in Växjö. Und direkt mal eine rote Ampel oder was? Das ist ja wohl der Wahnsinn hier. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Scheiß Kreisverkehre hier. Gleich zwei Stück. Der blanke Wahnsinn hier. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Mach.
Machen wir doch. Biege nach rechts ab. Oh, was ist jetzt? Okay, er fährt nicht. Dann fahren wir. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Was soll das denn hier? Wegen der bescheuerten Kreuzung hier oder was? Ist der Wahnsinn. Was soll das denn hier? 50. Ja moin. 270. Naja. Ich stelle keine weiteren Fragen. Wir fahren weiter. Da bremse mal lieber sicher ab. Mit dem Blitzer will ich mich nicht anlegen. Mit dem will ich mich nicht anlegen. So. Okay. Warum jetzt 90? Keine Ahnung. Damit immer sind geradeaus. Wir auch schon in Karlskrona. Ja, perfekt. Einwandfrei. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
wir bringen zuerst die Fracht weg. Und dann gucken wir mal, dass wir zu der Garage von Chris fahren. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So, ich werde hier mal nachfragen, wo wir uns hinstellen sollen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wird sicherlich auch ein bisschen dauern, bis die Fracht runter ist vom Trailer. Aber gut. Wir parken ein, machen die Türen auf. Und den Rest können die erledigen. Den ziehen wir nochmal gerade. Machen wir mal die Türen auf. Ein bisschen schräg stehen wir. Jo, Hamburg. Ein bisschen schräg stehen wir, ne? Naja. Jetzt aber, da sind wir dran. Und dann würde ich sagen, geben wir die Papiere jetzt ab und sehen wir uns gleich wieder. So, die Papiere haben wir abgegeben. Trailer ist jetzt auch leer. Jetzt geht's zwei Straßen weiter zu Chris Benford. Nach links ab. Jetzt ist es auf einmal doch ganz schön leicht. Die ganze Zeit die 25 Tonnen da hinten drauf. Da ist er jetzt auf einmal richtig leicht. Natürlich Gewicht. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Ja, da sehen wir sie auch schon.
die Garage hier in Karlskrona von Crispin Ford, da steht's auch. Es ist vorbei. Wie gesagt, ich denke nicht, dass er da ist. Letzter Stand war, dass er in Spanien ist. Aber ich denke, Personal wird hier schon sein. Wir sagen, parken wir noch ein. Das hätten wir, würde ich mal sagen, machen wir hier Schluss für heute. Wie ist das aus? Machen wir hier Schluss für heute und dann sehen wir uns wieder, wenn es weitergeht. Mal gucken, wo lang. Ich bin gespannt, ne? Also je nachdem, wie es sich ergibt. Ne? Mal gucken. Also ich habe selber noch keinen richtigen Plan, wo es hingeht. Die nächste Folge kommt, ich denke, nächste Woche Freitag. Ne? Morgen. Zeitlich passt es nicht. Von daher nächste Woche Freitag. Jo. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.